Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Ja. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. In der Nacht von Freitag auf Samstag, wie immer eine Freitemennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live in der Sendung bei 1 Live oder im WDR Fernsehen und im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Gerald und Gerald ist 55 Jahre alt. Hallo Gerald. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen in Anlehnung zu dem Gespräch vorgestern, wo der junge Mann anrief, der latent in sich etwas Pädophiles vermutet hat. Mhm. Vor zwei Wochen hat sich ein ganz, ganz guter, fester Freund von mir seiner Verhaftung wegen Pädophilie durch einen Sprung aus dem Fenster, während die Beamten da waren, entzogen. Mhm. Das ist ein guter Freund von dir? Ein guter 30-jähriger Freund. Ja. Der Mann ist bei dem Sprung gestorben? Der Mann war auf der Stelle tot, ja. Mhm. Ein guter Freund, wie lange kanntet ihr euch? 30 Jahre. 30 Jahre lang. 30 Jahre lang. Ja, und nicht nur ich, auch viele, viele, viele seines Freundeskreises stehen seit zwei Wochen unter Schock. Mhm. Unter Schock, ob dieser Tatsache, dass das der Mensch gewesen wäre, der ich an die Stelle 1 stelle, in Bezug auf Zuverlässigkeit, Menschlichkeit, Liebenswürdigkeit und Selbstlosigkeit. Das heißt, du als auch sein bester Freund wusstest von seiner pädophilen Neigung nichts? Ich wusste nicht. Gar nichts. Wie hat dieser dein Freund gelebt? Hat er eine Familie oder war er alleinstehend? Der war alleinstehend, hat aber einfach durch diesen großen Freundeskreis immer Menschen um sich gehabt, hat ständig Menschen eingeladen, hat mit Menschen ständig was unternommen. Hatte er denn auch so, ich sag mal, Scheinbeziehungen zu Frauen? Er hat ganz normale Beziehungen zu Frauen gehabt. Mhm. Und die waren alle sehr angetan von ihm, auch wieder man kann sagen, Selbstlosigkeit. Ja, jetzt sollte es zu einer Verhaftung kommen, das heißt, die Polizei war ihm auf die Spur geraten, hatte er schon sich einer Straftat schuldig gemacht? Mehreren. Mehreren? Mehreren. Das heißt genau, was hat er getan? Das im Detail wissen wir nicht, aber es wurden mehrere befragt. Es kam zu einer Anzeige von einer Mutter nach vielen Jahren, weil es die Tochter erzählt hat. Mhm. Aufgrund dessen wurde das Umfeld befragt und da kamen eben mehrere Fälle raus. Und dann wurde monatelang ermittelt, da war nichts. Mhm. Wir wussten davon. Er hat ein komplettes Geständnis in Schriftform abgelegt, um den Kindern eine weitere Befragung zu ersparen. Ja. Es hat aber nichts daran geändert. Die Kinder sind nochmal befragt worden. Ja. Halte ich auch für sehr unnötig, Kinder während des Unterrichts unbedingt vorladen zu müssen. Also da waren schon Dinge dabei, wo einem die Haare zu Berge stehen. Ja. Okay, das sind jetzt noch sicher einzelne Themen innerhalb dieses großen Themenkomplexes. Richtig. Seit wie vielen Jahren meinst du denn, hat er dieses schon ausgelebt? Wann ist er zum ersten Mal straffällig geworden? Weiß man das? Hat man da eine Ahnung? Ahnung ja. Wahrscheinlich immer wieder vereinzelt, aber schätzungsweise seit 20 Jahren. Das heißt, er hat sich an vielen Kindern vergangen? Also sicherlich jetzt nicht dutzendweise, aber mehr als ein, zwei, ja. Also, das kann ich mir gut vorstellen an deiner Stelle, dass einen das komplett aus den Schuhen haut, wenn ein Mensch, den man so gut kennt und wenn man sagt, das ist einer meiner besten Freunde, sich so gut verschleiert hat, dass man das überhaupt nicht ahnen konnte. Und dann auch noch konfrontiert ist jetzt mit der Selbsttötung.
Richtig. Also es sind ja mehrere Schläge auf einmal. Mehrere Schläge auf einmal. Mhm. Einen guten Freund verloren, so ein Drama miterlebt, das natürlich auch das Drama, das jetzt jeweils in den Familien sich abspielt, weil die Kinder halt mit sowas nicht so wie Erwachsene umgehen können, jetzt mit ihrer Aussage, das heißt, wir haben den Tod mitverschuldet. Das ist natürlich ein wahnsinnig dramatischer Nebeneffekt. Ach so, ich verstehe das. Weil die Kinder sich jetzt selbst Vorwürfe machen. Die Kinder, also die Opfer machen sich jetzt Vorwürfe, hätte ich mal nichts gesagt, dann hätte dieser Mann sich nicht umgebracht. Erstens das und zweitens haben die schon in ihren Aussagen gesagt, bitte tun Sie demjenigen, ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, nichts, weil der ist immer so lieb. Hast du selbst auch Kinder? Nein. Nein. In eurem Freundeskreis sind aber bestimmt auch Kinder gewesen in all den Jahren. Ja, natürlich. Gehen einem doch bestimmt gleich die Gedanken durch den Kopf. Hat er die Kinder auch angekrabbelt? Die waren aus dem Freundeskreis. Ach, die waren aus dem Freundeskreis? Ja, ja. Das waren keine fremden Kinder. Das waren keine fremden Kinder. Das waren die Kinder, mit denen er einfach immer Umgang hatte. Ach so. Und die natürlich gern zu ihm gingen. Weil das ein Vertrauensverhältnis war. Man kannte ihn, er war ein Freund der Familie und richtig, so weiter. Richtig. Das macht es ja noch schlimmer wieder für euch, dass er auch das Vertrauen, das die Familien in ihn gesetzt hat, so böse und brutal missbraucht hat. Richtig. Richtig. Und jetzt sind wir in diesem Umdenkprozess, der aber täglich stattfindet. Das heißt, immer wieder treffen sich täglich irgendwelche kleinen Gruppen oder telefonieren miteinander, um da jetzt ein Gesamtbild wieder herzukriegen. Und damit ich mir eine Vorstellung machen kann, um wie viele Leute, wie groß ist dieser Freundeskreis, wie viele Familien handelt es sich da? Also insgesamt an Personen 50 bis 100. So groß? So groß, ja. Das heißt, das war ein gesellschaftlich sehr aktiver Mann. Ein sehr aktiver Mann, ein überall geliebter Mensch. Was hat er vom Beruf gemacht? Er hat eigentlich davon gelebt, dass er so viel für die Leute getan hat, dass er gar nichts sonst tun musste. Es ist ihm alles eigentlich nach Hause getragen worden. Das verstehe ich nicht. Er musste sich nichts kaufen, er hat alles geschenkt bekommen. Ach, wie? Und er musste nicht arbeiten gehen, weil er so... Er ist so in dieser Minimalgrenze arbeiten gegangen, um eben sozialversichert zu sein. Ja. Und darüber hinaus hat er alles geschenkt bekommen. Weil er nach außen hin ein guter Mensch war. Richtig. Und die Leute haben gesagt, das ist so ein toller Typ, den ziehen wir so mit durch. Richtig. Und er hätte auch gar nicht Zeit gehabt, mehr zu arbeiten, weil er ständig für andere Leute was getan hat. Mhm. Von Ausfluss verstopft bis zu eben irgendwelche Unternehmungen. Und das ging 30 Jahre lang so, dass er nie einen richtigen Vollberuf gemacht hat? Richtig, ja. Aber er war einfach ein sehr bescheidener Mensch und hat ganz bewusst so gelebt. Wenn dieser Mann sich jetzt nicht selbst das Leben genommen hätte, wie würdest du dann über ihn denken? Ich würde ihm, auch wenn das jetzt sicher für viele schwer zu verstehen ist, immer die Stange halten. Wie bitte? Die Stange halten. Ja, wie bitte? Das sagst du nach dem, was du mir vorher erzählt hast? Richtig. Richtig, weil ich nicht vergessen kann, dass er vorbildlichst gelebt hat. Ja, aber er hat ja eben nicht vorbildlichst gelebt. Er hat schlimme Sachen getan und er hat verlogen gelebt. Und da bin ich der Meinung, dass das war von ihm nicht... Ein Spiel, um hier irgendwo, so wird es aber in der Presse dargestellt, um irgendwie an Kinder zu kommen, bin ich jetzt ein lieber Mensch, das kann man ihm nicht unterstellen. Das mag ja sein, dass er auch Züge in sich hatte, die durchaus korrekt sind. Wenn ein Mensch sowas macht, ist er ja nicht von Grund auf verdorben. Ja. Aber er hat etwas sehr, sehr Verdorbenes dennoch in sich, nämlich er hat sich an Kindern vergangen. Ja. Und das würde... Wenn ich jetzt du wäre, mein Bild aber sehr ins Wanken bringen. Natürlich kann man sagen, das war ein hilfsbereiter Mann. Natürlich kann man vielleicht auch noch sagen, der hat es nicht gemacht, um an die Kinder zu kommen. Wobei man darüber sicher sehr scharf nachdenken muss, ob er es vielleicht doch nicht gemacht hat. Aber egal. Aber er hat es gemacht. Und darauf kommt es an. Und er hat es über Jahrzehnte verschleiert. Und das macht es so dramatisch und schlimm. Und er hat das Vertrauen von euch, den Freunden, missbraucht. Ja. Das ist doch eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, ja. Das ist wirklich eine Katastrophe. Was sagen die anderen, vor allen Dingen die Eltern von den Kindern? Die sind natürlich jetzt als Betroffene noch schlimmer dran, weil eben hier ein Mensch des hundertprozentigen Vertrauens
Aber die müssen auch anders ihm gegenüber jetzt empfinden als du. Die müssen das doch sicher differenzierter oder kritischer, noch kritischer sehen. Noch kritischer, also einfach die trotzdem beide Wunden eben noch tiefer. Mhm. Bei allen ist auch einfach die Wunde Freund verloren auch noch dabei. Mhm. Wäre für dich es eine Genugtuung oder auch für die anderen, ich frage jetzt mal so dich und auch die anderen Freunde, wenn er das nicht getan hätte, wenn er jetzt eine ordentliche Bestrafung bekäme? Ich fände es auf jeden Fall eigentlich die richtige Lösung. Also sich zu entziehen, finden wir alle noch einen zusätzlichen schlimmen Punkt. Ja. Wir waren der Meinung, ja, wir verurteilen ihn nicht, das machen dann schon die Richter. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, wie ist das eigentlich ursächlich aufgeflogen? Dadurch, dass eins der Mädchen nach mehreren Jahren das mal der Mutter erzählt hat. Naja, du hast das gerade angedeutet am Anfang, stimmt, ja. Mhm. Und die ist dann einfach ohne Zögern sofort zur Polizei gegangen. Mhm. Und das wiederum hat die Befragung des sonstigen Umfelds zur Folge gehabt. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Uns wird es allen besser gehen, wenn er so ein schräger Typ gewesen wäre, den man ja ab und zu mal akzeptiert, aber so an der Grenze, den man dann in die Schublade legen kann, ein Arschloch mehr. Ja. Aber so ist es leider nicht und das macht es so schwer. Ja, also jetzt hat also mein Mitgefühl erstmal jetzt gegenüber den Kindern, die das haben aushalten müssen und auch natürlich den Eltern, die jetzt mit den auch traumatisierten Kindern umgehen müssen. Ja. Aber es ist schon ein harter Fall, das gebe ich schon zu, auch für euch alle, die ihr mit ihm vertraut wart. Ja. Lieber Gerald, möchtest du ein paar Worte mit meiner Psychologin noch sprechen? Gerne. Ja, dann werden wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, das heißt die Magdalena. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich danke, Domian. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ihr Lieben, meine Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Morgen am Samstag gibt es keinen Promi-Talk wegen Pfingsten. Keinen Promi-Talk. Dafür geht es jetzt weiter mit Klaus und Klaus ist 42 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja, hallo Jürgen. Hallo Klaus. Also es geht darum, ich bin heute irgendwie überfallen worden. Man hat mich gebissen. Gebissen? Wer? Mir vollkommen fremder Mann. Ich erzähle ganz kurz die Vorgeschichte. Also gegenüber hier, ungefähr 10 Meter vor meinem Haus, da stand ein Trecker und der lief mit Motor. Kein Fahrer zu sehen, nix. Und das schon eine Viertelstunde lang. Ich denke, jetzt gehst du mal hin und suchst einen, dass der Motor mal ausgeht, weil es stank ja auch nach Diesel und so. Ne? Mhm. Und war keiner da. Ich denke, probierst du mal Zündschlüssel ausmachen. Tür war offen, ne? Mhm. Ging aber nicht. Ging nicht aus. Ich denke, irgendwo muss doch einer sein. Dann bin ich los, hab gesucht, keiner da. Dann bin ich wieder zu dem Trecker hin und in dem Moment schoss da hinter dem gegenüberliegenden Haus einer raus und schrie gleich so, verschwinde da, du Sau, du Dreckschwein, verpiss dich da von dem Trecker. Und da war ich ja gar nicht mehr dran an dem Trecker. Weil der dachte, du wolltest den klauen, oder wie? Ich weiß es nicht. Der ist vollkommen durchgedreht. Ja. Dann schoss der auf mich zu und nur noch Schimpfworte, Arschloch und Drecksau und ihr seid ja alle bescheuert hier und. Ne? Mhm. Und dann sagt er, wenn du dich jetzt nicht hier verpisst, ich hol die Axt raus. Das ist so ein Gärtner ist das, ne? Aber du kanntest diesen Mann nicht? Nein, überhaupt noch nie gesehen. Und dem gehörte der Traktor? Ja. Ja, und dann? Ja, und dann hat er mir angedroht, mich mit der Axt zu erschlagen. Ich sag, ja, hol doch deine Axt raus, ne? Mhm. Und in dem Moment, da packt er mich hier vor der Brust an meinem Sweatshirt. Ich sag, bist du verrückt geworden? Mich hat in meinem ganzen Leben noch niemand so angefasst. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe noch nie mich geprügelt, gar nicht. Ich bin eigentlich ein total friedlicher Mensch. Ja. Und da sage ich zu ihm, ich sag, bist du verrückt geworden? Weil der mich so plötzlich so voll fest anzerfasste. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo ich das sagte, verrückt geworden, da beißt er mich voll in den Oberarm rein, also unterhalb des Bizeps, wo das so schön weiches Fleisch ist. Ja, ne? Ja. Und ich der ist ein Kopf kleiner gewesen. Ich konnte das gar nicht fassen, dass der mich angreift. Klingt witzig, aber es ist nicht witzig für dich, ne? Nee, das heißt rein. Die hat auch erst gelacht. Ne? Ja, also reingebissen heißt so, dass richtig das Blut floss? Nee, Gott sei Dank nicht, es ist jetzt ein bisschen offen, die Wunde, ne? Bist ich habe ihn dann halbwegs abwehren können.
na, jetzt hören Millionen Leute zu, ja, ich habe ihm einen Daumen ins Auge reingedrückt. Weil ich habe ja, ich kann mit der linken Hand nicht so, was sollte ich machen? Es war ja nur das halbe Gesicht und bis ich das registriert, der beißt mich, Es war eine Notwehrsituation? Der hing richtig an meinem Arm dran. Was ist denn jetzt mit ihm? Ist er sehr schwer verletzt im Auge? Überhaupt nicht. Der hat sie in seinen Trecker gesetzt und ist weggefahren. Und dann bin ich rein, habe die Polizei angerufen, weil ich dann auch gesehen habe, dass ich also richtig voll die Bisswunde habe. Das ist also jetzt ungefähr 5 Zentimeter. Ne? Ja, ja. Und ich, was die Polizei, wir können da nichts machen, ne? Müssen Sie zum Arzt. Dann bin ich zum Arzt. Ja, das ist klar, dass die an der Bisswunde nichts machen können. Aber du hast doch sicher Anzeige erstattet, oder was? Ja, ich hab das echt überlegt, ne, wo ich jetzt erfahren habe, dass die 2 Straßen weiter wohnen und allgemeingefährlich hier bekannt ist. Ach so, du hast jetzt rausgekriegt, wer das ist. Und dann habe ich gedacht, gestern deine Sendung mit Feigheit und der Polizist sagte auch, den können wir nur so irgendwie kriegen, wenn einer Anzeige macht. Nee, ja, gut, mach Anzeige. Ach, lass mich mal fragen. Der ist also da schon ortsbekannt, obwohl du ihn nicht bisher gekannt hast. Nee. Obwohl du auch um die Ecke wohnst quasi. Ja, aber ich habe den noch nie gesehen. Ja, und die Polizei sagt, der ist schon mehrfach ja, so auffällig geworden. Der ist einen Polizisten mit dem Trecker über den Fuß gefahren. Der hat teure Rennräder kaputt gefahren mit dem Trecker. Und also der soll angeblich diesen berühmten Paragraphen haben. Ne? Ach so. Mir ist jetzt so, und das weiß ich nicht, und deshalb brauche ich irgendwie Hilfe. Ich habe versucht, über den weißen Ring nur Anrufbeantworter. Ich fühle mich so dreckig, so eklig. Ich habe mich abgeschrubbt mit Sakrotan und alles. Also, weil er dich gebissen hat? Ja. Ja, naja. Gut. Ist das normal, das möchte ich wissen. Ich habe heute Nachmittag einen Weinkrampf gekriegt hier. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Mhm. Da habe ich einen Arzt wieder angerufen. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein irrer Schreck irgendwie ist. Ja. Man erwartet das ja überhaupt nicht von einem Menschen, dass ein Mensch beißt, aber so richtig heftig beißt. Ja. Und der ist ja auch massiv aggressiv auf dich zugegangen. Ja. Ne? Und ich habe ja, ich meine, gut, die Schimpfworte, Herr Jemin. Naja, gut. Aber ich habe immer nur gesagt, ich sage, machen Sie bitte, ich habe auch wirklich noch Sie gesagt, machen Sie bitte den Motor aus. Ich mache überhaupt nichts aus. Aber jetzt nochmal zum Stichwort Feige, weil du gerade sagtest, du wolltest gestern anrufen oder hast gestern angerufen. Warum zeigst du den nicht an? Nein, ich habe gestern nicht angerufen. Ist ja egal. Warum zeigst du ihn nicht an? Nee, ich habe ihn ja angezeigt. Ach, du hast ihn angezeigt. Achso, ja, weil ich denke, Mensch, gestern war gerade deine Sendung mit Feige, ne? Ja, das ist doch schon mal gut. Kannst du nicht Feige sein jetzt, habe ich gedacht. Achso, verstehe, ja. Da muss ich jetzt durch, ne? Also, die Anzeige läuft, üble Geschichte, kuriose Geschichte auch, ne? Irgendwie seltsame Geschichte. Aber dir sitzt der Schock im Nacken, ne? In den Gliedern. Wollte ich wissen, ist es jetzt ein normaler Schock, komme ich da so weg oder was? Weil ich bin jetzt über mich selbst erschienen. Gut, ich habe jetzt 30 Milligramm Valium-Intus, ja. Hast 30 Milligramm Valium? Ja. Wow. Ich hab am ganzen Körper gezittert. Ich habe geheult heute Nachmittag. Einfach so aus heiterem Himmel. Pass auf, da muss jetzt eine fachkundige Meinung ran. Ich schlage vor, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte redest. Ne? Das wäre schon das Wichtigste und Richtigste. Hoffentlich hat die Anzeige Erfolg und du kriegst irgendwie Schmerzensgeld oder sowas. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich nicht irgendwie AIDS habe oder sowas. Das kann mir ja keiner sagen. Ja, von dem Der Arzt sagt ja, wenn kein Blut fließt, ja weiß ich's. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du durch einen Menschen bis AIDS übertragen bekommst, ist eigentlich gleich null. Wirklich? Ja, da musst du dir keine Sorgen machen. Also da wäre ich jetzt erstmal ein bisschen entspannt. Naja. Ja. So, Klaus, legst du auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an, okay? Und noch ganz, ganz tolles Kompliment an Anne Sinn. Dankeschön, sehr lieb von dir. Es hat mir echt geholfen jetzt. Ja, hoffentlich können wir noch ein bisschen weiterhelfen, Klaus. Okay. Alles Gute, bis gleich. Ich soll jetzt auflegen. Du legst auf und wir rufen dich zurück. Okay, tschüss. Jo. Nina ist hier. Die Nina. Die Nina. Hallo. Und die Nina ist 20 Jahre alt. Hallo? Hallo. Jo, da klackt es irgendwie so ein bisschen. Ja, Nina. Mein Telefon ist ein bisschen kaputt. Oh Mann, halt's mal ganz still. Um was geht's denn? Also mir ist heute nicht ganz so was Schlimmes passiert wie dem Herrn vor mir, aber doch schon ähnlich schlimm. Ja. Und zwar, ich bin heute gegen 9:30 bin ich von der Verabredung nach Hause gelaufen. Heute Morgen oder abends? Heute Abend. Heute Abend, Also es war schon ein bisschen dunkel und bin dann bei uns über so einen großen Platz gelaufen und dann lief da so ein Typ lang und bei uns in der Stadt passiert das öfter, dass man dann mal angequatscht wird und ich sagte dann auch immer so freundlich, ja, hallo und so weiter. Und plötzlich schlägt ein Haken und kommt auf mich zu. Mhm. Und dann fand ich schon kurios, aber ich dachte, vielleicht will er mich nach dem Weg fragen, was ja auch oft passiert. Mhm. Hier gibt es viele Touristen und die fragen einen dann schon mal, wo es was zu sehen gibt. Es knackt sehr viel. Versuch mal, wenn es durch Stillhalten zu vermeiden ist, dann halt sehr still.
Ich versuche mal. Mhm. Und dann ist er halt mit mir gelaufen ein Stück und hat dann halt auch erst ganz normal mit mir geredet, wie es mir gehen würde, was ich so machen würde. Und dann fing er dann halt so an, ja, und wie heißt du denn und was machst du denn so und wohnst du hier? Mhm. Kam mir schon komisch vor. Hab dann auch immer nur so einzügig geantwortet, hab ihm natürlich auch einen falschen Namen gesagt, ganz blöd bin ich ja dann auch nicht. Mhm. Und dann hat er gefragt, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Mhm. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Verlobten. Mhm. Habe ich halt mir schnell ausgedacht, das schreckt ja dann manche Menschen ab. Ach, wie, was, du bist verlobt und ließ sich gar nicht abschütteln und auch, wieso bist du denn verlobt? Währenddessen waren so keine Menschen um euch herum? Nee, ich wohne etwas außerhalb, also ich wohne schon in der Fußgängerzone, aber etwas außerhalb, wo dann abends auch nicht mehr wirklich viel los ist. Ja, ja. Und es wurde mir immer unheimlicher alles. Und dann sind wir um die Ecke gebogen, bei mir in die Straße rein. Und dann wurde er immer aufdringlicher und wollte mir dann auch die Hand geben und hat sich mir dann auch vorgestellt. Und ich bin dann einfach nur noch, wollte einfach nur noch heim. Ich habe meine Haustür schon gesehen und bin dann dementsprechend immer schneller gelaufen. Mhm. Und dann hat er mir hinter mir hergerufen, lauf doch nicht weg, komm doch zurück. Mhm. Und dann, ich habe dann nur noch mich einmal kurz umgedreht, habe Nein gebrüllt und bin losgerast. Mhm. Hab meine Haustür kaum aufbekommen, weil ich so Schiss hatte. Ja. Hab die dann zum Glück noch aufgekriegt und einfach noch hinter mir zugeschlagen. Ja. Und bin dann den Hausflur lang gelaufen, hab auch kein Licht gemacht. Ja. Wir haben in unserem Hausflur so einen Vorsprung, da habe ich mich hinter versteckt. Mhm. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und hab dann nach einer Zeit noch mal um die Ecke geguckt und dann stand der tatsächlich noch vor meiner Haustüre. Mhm. Wieder um die Ecke geguckt? Du hast die Tür dann nochmal aufgemacht? Nein. Wir haben so eine Milchglashaustüre. Ja. Ich habe dann einfach nur so mal so um die Ecke geblinzelt vom Hausflur aus und habe dann gesehen, dass er da noch stand. Mhm. Aber da warst du ja schon mal sicher im Haus. Ich war schon sicher im Haus, aber ich. Und bist du dann hochgegangen in deine Wohnung, da reingegangen in deine Wohnung? Ja, wir haben innen eine Haustür und dann, um in den richtigen Hausflur zu kommen, muss man nochmal eine andere Tür aufschließen. Ja. Die habe ich dann aufgemacht und auch hinter mir zugezogen. Bin dann erstmal hochgerast in meine Wohnung. Konntest du von der Wohnung aus rausgucken, auf die Straße? Ich hätte vom Zimmer meiner Mitbewohnerin ausgucken können, habe mich aber gar nicht getraut. Ne? Ich habe mich nicht mehr getraut. Richtig eine Angstsituation, ne? Weil man weiß, wie alt war der Typ ungefähr? Der war schwer zu sagen, zwischen 30 und 40. Der war so ein 1,75 groß, war auch dann auch noch ein Schwarzer. Aber Gott sei Dank gut gegangen, ne? Ja, es ist Gott sei Dank gut gegangen. Es ist nichts passiert, aber dennoch kann ich gut verstehen, dass man da irgendwie dann schon richtig Angst hat, ne? Ich habe am ganzen Leib gezittert, bin dann noch nach hinten durchgerast in mein Zimmer, habe mal erstmal meine Mutter angerufen. Du hättest ja eigentlich sofort, als du in den Hausflur reingekommen warst und die Tür hinter dir geschlossen war, hättest ja, hattest du ein Handy bei dir? Nee, hatte ich leider nicht. Ja, leider, dann hättest du sofort die Polizei anrufen sollen. Mhm. Aber gut, dann ist jetzt vorbei. Ja, was lernt man daraus? Dass du möglichst, wenn es irgendwie geht, da abends nicht alleine rumläufst. Obwohl, das ist ja gar nicht so ganz abgelegen, wenn du sagst, das ist schon in der Nähe einer Fußgängerzone. Ich wohne direkt in der Fußgängerzone. Ja, also kann man gar nicht, kann eigentlich immer wieder passieren, sowas, ne? Ja, leider, es passiert hier wohl anscheinend auch öfter, dass hier sogar Frauen vergewaltigt werden. Und ich habe dann auch, meine Mutter hat dann gesagt, mein Kind ruft die Polizei an. Und ich habe dann da auch angerufen, direkt mit der Kripo verbunden worden. Und die haben mir auch versprochen, dass sie einen Streifenwagen vorbeischicken, dreimal die Nacht, um zu gucken, ob der da noch ist. Ja, gut, aber das ist jetzt gut. Aber das beruhigt mich alles nicht. Also ich habe richtig Angst, ich muss morgen früh raus zur Arbeit. Es ist ja total absurd, er hat ja nichts gemacht. Er hat nichts gemacht und wahrscheinlich wird er morgen früh auch nicht mehr da stehen. Nein, natürlich nicht. Nur eine Regel der Wahrscheinlichkeit. Ich wohne auch in der Nähe von einem Rotlichtviertel. Vielleicht hat er sich gedacht, ich spare mir die 50 Euro und reiß mir eine auf, aber ich sitze jetzt hier und... Also, vielleicht solltest du mal einfach so einen Kurs belegen. Es gibt so Kurse von Fraueninitiativen, wie Frauen sich in solchen Situationen verhalten sollen. Finde ich eine ganz gute Sache. Es gibt einige kleine Tricks, wo man den einen oder anderen schon mit verschrecken kann. Ich gebe dir mal gleich meine Psychologin, die kann dir mal so ein paar Telefonnummern geben, wo du dich kundig machen kannst, okay? Ja, das wäre toll. Gut, Nina, machen wir es so. Und trotz aller Angst und so wünsche ich dir nachher eine gute Nacht. Alles klar, danke. Wir rufen gleich nochmal an. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, gerade gibt es morgen keinen Promi-Talk, aber es gibt nächste Woche Samstag wieder einen. Und nächste Woche Samstag ist ja ein besonderer Tag. Nächste Woche Samstag ist ja in der Ukraine der Grand Prix.
Und wir haben uns überlegt, was machen wir denn bloß am Grand Prix? Da können wir ja nicht einen Politiker einladen oder irgendeinen Schauspieler oder einen Moderator. Nein! Pfiffig wie wir sind, haben wir uns überlegt, da müssen wir einen Menschen einladen, der beim Grand Prix so richtig abgesahnt hat. Schon für uns, für Deutschland. Und wer kann das anders sein als Nicole? Also nächste Woche Samstag ist mein prominenter Gast Nicole. Dies ist schon mal so als Hinweis für euch. Nächste Woche Samstag Nicole, mein Gast. Jetzt ist mein akustischer Gast erstmal der Frankie. Und Frankie ist 40 Jahre alt. Hallo Frankie. Hallo. Hallo, servus Domian. Ja, hallo. Grüß dich. Ich rufe aus München an, darum Grüß Gott und Servus. Ja, das habe ich mir mit dem Servus gerade schon gedacht, dass es Süddeutschland ist. Frankie, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich, weil ich jetzt meine ganzen 40 Jahre meines Lebens gebraucht habe, um herauszufinden, was in meiner Kindheit meine Eltern eigentlich mir angetan haben, vor allem mein Vater. Mhm. 40 Jahre hast du gebraucht, das rauszufinden. Ja. Und jetzt hast du es rausgefunden. Ja, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass man natürlich als Kind, wenn einem sowas passiert, nicht den Horizont hat, den die Eltern haben, den Erwachsene haben. Und wenn man in dem Alter von 4 bis 5 Jahren von seinem Vater 4 bis 5 Mal, das ist so ungefähr die Anzahl, an die ich mich erinnern kann, so geschlagen wird, dass man eine Atemlähmung bekommt und davon 2 bis 3 Mal dann wirklich bewusst denkt, jetzt gehen einem die Lichter aus, jetzt stirbt man. Obwohl man so klein noch ist? Ne? Psychologen sagen, ab dem 3. Lebensjahr kann man sich erinnern an das. Was ja, ja, ist auch umso schlimmer muss es ja sein, wenn man in den jungen Jahren schon denkt, jetzt sterbe ich. Ja, dann muss es ja schon ganz, ganz schlimm sein. Das Schlimme ist daran, dass es die eigenen Eltern sind, die Schutzbefohlenen. Mhm. Also, das hat dein Vater dir angetan in dem Alter bis 5, 6 Jahren? 4 bis 5. 4 bis 5. Mhm. Wie hast du das jetzt raus? Wie hast du das jetzt erst rausgekriegt, richtig? Ich habe das rausgekriegt mit 35 ungefähr. Mhm. Ich wusste es eigentlich schon viel länger, aber dass es eine solche Auswirkung auf die Psyche meines Lebens hat, dass es sich so in die Engramme meiner Hirnrinde eingebrannt hat, sagen wir mal so, dass es mein ganzes Leben beeinflusst, das habe ich erst. Das war eigentlich die bitterste Erfahrung überhaupt, dass ich das gar nicht abschütteln kann. Mhm. Erst so mit 35 realisiert. Wie hast du das realisiert? Das habe ich dadurch realisiert, dass ich einfach festgestellt habe, dass die schwachen Nerven, die ich habe, dass die ganzen Lebenschancen, die ich in meinem ganzen Leben gehabt habe, also es gab nicht jetzt irgendwie wegen dieser Tatsache so disponiert sind. Ja, also es gab jetzt nicht keine Therapie oder ein besonderes Ereignis, das das nochmal alles hervorgeholt hat, das nicht. Doch, es gab mehrere Erlebnisse, ja. Mhm. Es gab auch mehrere Therapieversuche. Mhm. Okay, jetzt lass uns nochmal ganz in die Vergangenheit reingehen. Du sagst also bis zum 4., 5. Lebensjahr. Was ist danach passiert? Bist du dann von deinen Eltern weggekommen oder warum hat es dann aufgehört? Also meine Mutter, muss ich noch dazu sagen, das ist ja ein sehr extremes Erlebnis für ein Kind, weil eigentlich die größten Vertrauenspersonen in so einem Alter sind eigentlich die Eltern. Mhm. Bist du denn bei deinen Eltern aufgewachsen dann weiter? Ja, es ist allerdings so, dass mein Großvater so ein bisschen zu dem Zeitpunkt die Regie auch übernommen hat, der das mitgekriegt hat. Er konnte das tun, weil wir zu dem Zeitpunkt immer in seinem Haus gelebt haben. Mhm. Ist es richtig, dass dein Vater dich dann später nicht mehr geschlagen hat? Nein, das hat er eigentlich immer wieder getan. Mhm. Aber ganz schlimm eben, als du so klein warst. Also diese Atemlähmung, also diese lebensbedrohenden Erlebnisse, die hatte ich eigentlich nur in dieser Zeit gehabt. Ja. Mhm. Wenn du dich zurückerinnerst, wie alt warst du, als er dich das letzte Mal geschlagen hat? 16. Mhm. Lebt dein Vater noch? Nein, er lebt jetzt nicht mehr und ich würde mir wünschen, dass er noch lebt, damit ich ihn so ein bisschen zur Rechenschaft ziehen kann. Das heißt, du hattest nie die Chance, ihn damit zu konfrontieren, was da passiert ist. Du hast es ihm nie gesagt. Das ist genau das Problem, das ich habe, dass er eben, weil er Kettenraucher war, dann irgendwann an einem Lungenkarzinom gestorben ist. Ja. Und ich das eigentlich sehr bedauere. Wie alt warst du, als er gestorben ist? Das war 1983, da war ich in der Technischen Marineschule. Das,
Das war 25 Jahre. Da war ich 19. Ja. Das war noch eine Zeit, wo du das alles verdrängt hast und dir das nicht in den Sinn gekommen wäre, da ihn darauf anzusprechen in der Zeit. Ja, das war zu früh, ja. Lebt die Mutter noch? Ja, die lebt noch und ich weiß auch, wo sie lebt. Nur das Problem ist, ich kann ihr nicht gegenübertreten, ja, weil es da noch eine andere Geschichte gibt. Also das Problem an der Sache ist, in meiner Familie gab es so ein paar Intrigen, die ich eigentlich so mit Heuchlerei bezeichnen möchte, die ich eigentlich nie teilen mochte. Mhm. Und die hat sogar stattgefunden zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter. Lass mich mal unterbrechen. Sonst wird es vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Machst du deiner Mutter Vorwürfe, dass sie dich nicht geschützt hat? Das auch. Mhm. Das auch. Aber meine Mutter hat mich auch nie, das, laut Aussage meiner Großmutter, hat mich auch nie so angenommen, ja, wie normalerweise eine Mutter ein Baby annimmt, sondern sie hat mich an ihre Großmutter weitergegeben. Warum war das so? Warum wollte sie dich nicht? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Wie lange hast du deine Mutter nicht gesehen, Frankie? Jetzt? Ja. Ich schätze mal so 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Wäre das nicht schon auch ein Bedürfnis, wenn es mit dem Vater schon nicht mehr geht, mit dem zu reden, doch mit der Mutter mal Aug in Aug zu sprechen? Das habe ich ja schon versucht vor diesen 10 Jahren. Das ist sogar der Grund gewesen, warum ich es danach nicht mehr getan habe. Weil sie das einfach nicht will, weil sie hat es verdrängt. Sie wollte es gar nicht wissen. Mhm. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich mit 40 Jahren jetzt, mit 40 Jahren, das ist so ungefähr das Alter, in dem man sagt, da gehen so die beruflichen Chancen so in den Minusbereich, wenn man bis dahin nichts geschafft hat. Mhm. Das ist nun mal so heutzutage, ja. Mhm. Also ziehe ich jetzt mal ein Resümee und sage mir, ich war Tornado-Pilot. Ja. Also fast stand kurz davor, das zu werden. Ja. Und in Amerika kriegt man so diese Stresssituationen, bei denen man da schaut, ob die bewältigt werden können von diesen Leuten. Mhm. Ja. Ich war Einsatzleiter von einem Sicherheitsunternehmen. Ich habe die erste S-Bahn-Wache mitgegründet in München. Mhm. Das sind alles Jobs, die große Chancen sind, wo heutzutage viele Leute eigentlich sich danach sehen. Ja. Und es gab noch ein paar mehr. Ja. Das heißt, ich will nicht ins Detail gehen, aber es ist immer daran gescheitert, dass ich zu schwache Nerven habe, es lange durchzustehen. Das heißt, du warst schon immer wieder nah dran an großen beruflichen Erfolgen und kurz davor hat es dann nicht geklappt wegen der Vergangenheit, kann man so sagen. Es sind schwache Nerven und ich ziehe diese schwachen Nerven auf diese Ursachen zurück. Was machst du beruflich im Moment? Ich beziehe eine Erwerbsunfähigkeitsrente aufgrund dieser Tatsache und ich habe also eine sehr, sehr dicke Akte bei der Landesversicherungsanstalt aufgrund dieser Sache. Ich bin also mehrere Mal untersucht worden. Nur den Schmerz, den man dadurch hat und die Versäumnisse, die man dadurch hat, die werden natürlich dadurch nicht ausgeglichen. Ja. Bist du in psychiatrischer Behandlung schon gewesen? Die Therapeuten, die ich besucht habe, die haben sich durch mich, also nach meinem Eindruck, ein bisschen überfordert gefühlt. Mhm. Das heißt, du hast noch keine gute Erfahrung mit Therapeuten oder Psychiatern gemacht? Nein. Das ist eine harte Aussage. Wenn man 20, 30 Jahre so etwas mit sich herumschleppt und es so ist, wie du es gerade geschildert hast. So hart fühle ich es, weil ich bin es ja. Ne? Ja, ich verstehe das, ja. Wir können hier nicht viel machen, sicher, bei so einem großen, komplexen Fall, wie du ihn gerade geschildert hast. Aber ich würde trotzdem die Chance, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Das kann nie schaden und irgendwas kann manchmal dadurch in Bewegung geraten. Manchmal sogar große Sachen. Ich würde gerne, dass du jetzt eingehend mit meiner Psychologin sprichst. Nicht im Sinne eines psychologischen Gespräches, sondern im Sinne eines Informationsgespräches. Was du mit deiner großen psychologischen Biografie, sage ich jetzt mal, was man da am besten jetzt noch machen kann, vor allen Dingen auch mit deinen schlechten Erfahrungen. Ich finde, dass du mit deinen 40 Jahren auf jeden Fall noch mal eine Chance haben solltest, durchzustarten und das in den Griff zu kriegen. Also ich habe mich damit beschäftigt und ich habe festgestellt, dass Leute mit meiner Biografie entweder im Knast landen oder in der Klapsmühle oder sich umbringen.
Ich habe auch schon einen Suizidversuch hinter mir. Mhm. Vor 10 Jahren. Und das möchte ich auch gerne hier nochmal, wenn ich die Chance habe, das vor diesem Medium sagen zu dürfen, sagen. Und zwar gegenüber allen Leuten, die damit beruflich zu tun haben. Es ist sehr, sehr unfair, jemanden, der sich umbringen wollte, einfach daran zu hindern, ohne ihn danach eine Hilfe zu geben. Zu betreuen, hast du sehr recht. Hast du sehr recht. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und ich kriege an diesem Problem 10 Jahre herum, denn mein Suizidversuch ist 10 Jahre her. Ja. Und ich frage mich seit 10 Jahren, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er mir gelungen wäre. Nein, das wollen wir nicht so sehen. Lass uns positiv nach vorne gucken. Und dass du hier angerufen hast, ist auch ein positives Zeichen. So werte ich das. Ich finde das auch sehr gut. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist, wenn man so eine lange, komplizierte Geschichte in so einer Sendesituation relativ kompakt erzählen muss. Und das hast du jetzt gut gemacht, finde ich. Pass auf, lieber Frankie, jetzt legst du bitte auf. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis meine Psychologin zurückruft. Ich habe gerade gelesen hier auf meinem Computer, dass sie sehr beschäftigt ist gerade. Aber ich verspreche dir, dass du im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde einen Rückruf von uns bekommst. Okay? Da wäre ich sehr dankbar dafür. 100%. Ich habe noch eine persönliche Frage. Mhm. Weil ich in meinem Leben schon so viele wundersame Erlebnisse erlebt habe. Es kann ja auch sein, dass ich falsch liege. Mhm. Aber du kommst mir so verdammt bekannt vor. Warst du irgendwann einmal im Frankfurter Raum im Jahre 1980 bis 1984? Nein, definitiv nicht. Na gut, dann ist es ein falsches... definitiv nicht. Dann war es eine falsche Erinnerung. Aber ich komme es mir wahnsinnig bekannt vor, aus irgendeinem Grund. Lieber Frank, du legst auf. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und wir rufen dich gleich wieder an. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 35 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Ja. Jürgen, was geht's? Wie gesagt, ich habe folgendes Problem. Und zwar, meine Freundin hat sich vor gut 4 Wochen von mir getrennt. Mhm. Sie ist im 5. Monat schwanger, bekommt ein Kind von mir. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren so richtig zusammen, vorher so ein Dreivierteljahr, möchte ich sagen. Noch nicht so lange, ne? Nee, nicht unbedingt. Und dann gleich schwanger? War das beabsichtigt? Ja, möchte ich bald sagen, ja, doch eigentlich schon. Warum? Warum so schnell? Ja, ich sag mal so, wir haben uns in der Zeit eigentlich wirklich sehr gut verstanden und sind sehr gut miteinander klargekommen. Das war irgendwo ein Dreivierteljahr zusammen und im 5. Monat schwanger, da ist ja nicht viel Zeit, wo man sich mal... Ja, ich meine, gut, ich muss dazu sagen, gekannt haben wir uns eigentlich schon länger. Wir haben zusammen eine Ausbildung begonnen, die sie dann leider nicht zu Ende machen konnte. Und gekannt haben wir uns eigentlich schon länger oder seit 1,5 Jahren, kann man so sagen. Na gut. Ja, so richtig ernst ist es dann seit 1/3 Jahr geworden. Ja. Ja, und so, und vor 4 Wochen hat sie dich verlassen. Ja, wie warum? Gesagt, warum? Es ist irgendwo so, in dieser Zeit, wo sie bewusst wusste, dass sie schwanger war, hat sie irgendwo sich Stück für Stück irgendwo immer mehr von mir entfernt. Ich habe dann immer versucht, mit Telefonieren und mit Texten da irgendwo nachzuhaken, weil ich nie so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich los, was... Genau. Hat sie es denn erklärt, warum sie sich zurückzieht? Ja, sie hat eigentlich gesagt, sie braucht ihre Ruhe und sie braucht ihre Zeit und sie braucht dies und das. Und dann haben wir manchmal eine Woche oder eine ganze Woche gar nichts voneinander gehört. Ja. Und dann bin ich dann irgendwann auch kribbelig geworden, weil ich ja nie so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich. Mhm. Und man fängt ja dann irgendwo an, auch seine eigene Welt sich zurechtzuspinnen. Klar. Und das ist dann irgendwo... habe ich mich dann derart in die Sache reingesteigert, wenn wir dann mal zusammen telefoniert haben oder getextet haben, dass ich sie dann auch versucht habe, am Telefon zur Rede zu stellen, was ist jetzt eigentlich mit dir oder ich konnte mir das nicht erklären, ich konnte mir da keine Ahnung machen. Also, sehr sperriges Verhalten ihrerseits, kam nichts Richtiges bei rüber. Was ist denn jetzt der ganz aktuelle Stand heute? Weißt du heute mehr? Nee. Wie gesagt, wir haben uns voneinander, oder sie hat sich von mir getrennt, sie hat ihre Sachen von mir geholt. Du weißt bis heute nicht eigentlich, was los ist? Nee, das ist ja das Allerschlimmste. Ich bin, sag ich mal so, für mich mit einem richtigen Scherbenhaufen zurückgeblieben. Mhm. Wann hast du das letzte Mal gesprochen? Wir haben das letzte Mal vor 14 Tagen oder 2,5 Wochen miteinander telefoniert, aber es ging auch nur so um, wann sie ihre Sachen wegholen will und dies und das und hin und her. Und ich habe ihr aber damals auch schon gesagt, dass ich für mich im Stillen an dieser Beziehung trotzdem festhalten möchte. Mhm. Am Anfang, als ihr zusammen wart, war das ganz toll und sie war auch euphorisch, leidenschaftlich verliebt? Ja, total, möchte ich so sagen. Und du machst es fest an der Schwangerschaft, seitdem wurde sie seltsam?
Ja, so kam es mir jedenfalls vor. Aber sie wollte und will das Kind auf jeden Fall haben? Natürlich, natürlich. Mhm. Das ist ihr Ein und Alles. Mhm. Und es ist auch mein Ein und Alles. Na. Finde ich auch wirklich ganz krass, und so ein Verhalten. Dieses ganze Gerede von, ich will meine Ruhe haben und brauche erstmal Zeit und so, das ist alles Quatsch. Ich finde, dass du ein Recht darauf hast, dass sie dir zumindest erklärt, was da bei ihr los ist. Und die kann das erklären, hundertprozentig. Entweder weiß sie es schon und sie traut sich das nicht zu sagen, oder sie verdrängt es für sich auch. Ja. Vielleicht. Und wenn es die ganz herbe Wahrheit ist, dass sie dich nicht mehr liebt. Wenn sie dich nicht mehr liebt, kann man aber auch das schon noch erklären. Was natürlich. Da ist ja dann irgendwas vorgefallen in einer Person. Man muss sich das mal vorstellen. Ihr seid so kurz zusammen. Sie wird schwanger. Ihr seid groß verliebt. Sie wird schwanger. Ne? Das sind ja alles große Ereignisse. Ja, eben. So, eben. Und dann, zack, ist plötzlich alles weg. Ja, wie gesagt, das ging so, dieses Entfernen ging so Stück für Stück. Naja, gut, aber es ist aber relativ schnell, kann man ja sagen. Ja, und dann ohne das zu erklären. Über ein gutes Vierteljahr. So immer in Etappenweise. Wir waren dann über Ostern, waren wir auch noch eine Woche zusammen im Urlaub. Aber das war auch so, war schwierig. Hast du sie denn mal gefragt, liebst du mich noch? Natürlich. Was sagt sie denn? Sie hat gesagt, natürlich liebe ich dich noch. Und das hat nichts mit deiner Person zu tun und nichts mit dir. Moment, sie sagt, ich liebe dich noch? Ja. Im Urlaub jedenfalls, ja. Und dennoch lässt sie dich, zieht sie sich zurück? Ja, wie gesagt, ich habe mir dann auch Vorwürfe gemacht, weil ich dann am Telefon auch ziemlich kribbelig geworden bin und habe dann auch versucht, meine Fragen oder Sorgen, die ich hatte mit ihrer Mutter, dann, weil ich mit der eigentlich auch einen ganz guten Draht hatte, zu lösen. Dass das keine Lösung ist, ist mir auch klar. Und dass man mit einem anderen Menschen nicht Probleme lösen kann, wie mit dem, den es eigentlich betrifft. Ja, aber ich kann es verstehen, dass du in deiner Situation dann halt auch den Weg versuchst zu gehen. Das wird ja immer absurder. Sie sagt, sie liebt dich, aber sie zieht sich zurück. Ja. Sie sagt, das hat nichts mit deiner Person zu tun. Ja. Ja, mit was denn sonst? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß sie denn? Hast du denn gefragt, ob sie es weiß, mit was es was zu tun hat? Ja, das war stellenweise unser Gespräch. Es war eigentlich immer ein Monolog. Ich habe dann versucht, auch so mal die Zukunft zu klären. Wie wird das mit dem Kind? Das muss ja irgendwie auch ein Zuhause haben. Und na, ich habe vielleicht auch ein bisschen immer zu sehr gedrängt, dass wir zu uns nach Hause ziehen. Obwohl das im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, wäre ich da auch bereit, mit ihr auf neutralem Grund und Boden zu leben. Kann es sein, dass sie sich zu sehr bedrängt hat, gefühlt hat von dir? Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass sie sich von mir zu sehr bedrängt gefühlt hat. Und dass meine Terroraktion, ich habe dann wirklich, war dann in meinem Wahn, möchte ich es bald so sagen, auch wirklich so irre dann, dass ich wirklich böse Sachen dann auch getextet habe, weil ich absolut durchgedreht war in dem Moment. Was hast du zum Beispiel Böses getextet? Ja, das ist besser wäre, wenn das Kind nicht unterwegs wäre und dies und das. Ich meine das absolut nicht so, weil das für mich das Allergrößte ist. Ist schon klar, aber in dem Moment ist das verletzend für eine Frau. Sehr natürlich, verletzend. Und ich habe das nie so gemeint, weiß Gott nicht. So. Ja, wie alt ist sie? Du bist 35? Wie alt sie ist sie? 25. 25, ja, vielleicht, ich meine, wenn sie das ja ernst gemeint hat mit dem, ich liebe dich noch. Vielleicht ist in der ganzen, hängt in der ganzen Geschichte bei euch ja doch noch eine Chance drin. Vielleicht sieht die Chance so aus, dass du wirklich, da du es ja offensichtlich auch ein bisschen übertrieben hast, du sagst ja selbst, ich habe Terroraktionen da gestartet. Vielleicht ist das Klügste einfach, jetzt dich mal zurückzunehmen. Und ja, das versuche ich gar auch nicht zu machen. Überhaupt gar nichts. Ich auch nicht. Keine SMS, kein Anruf, gar nichts. Ich habe ihr zwar hingetextet, dass ich heute Abend bei dir in der Sendung bin. Die hat sie eigentlich auch immer sehr gerne geguckt. Ich eigentlich auch, wenn ich Zeit hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler war, heute Abend da anzurufen, oder ob ich die Sache jetzt noch schlimmer gemacht habe. Nö, das ist schon okay. Das zeigt ihr ja auch, dass du unsicher bist. Und interessant, wenn sie uns jetzt zuhört, kann ich sie ja jetzt auch direkt ansprechen, ohne dass sie, dass ich leider, ich kann ja leider von ihr nicht zurückbekommen. Ja. Aber wenn sie noch an dir interessiert, wie heißt sie im Vornamen? Yvonne. Yvonne, wenn du interessiert bist an Jürgen und Jürgen dir nur auf die Nerven gegangen ist, dann sag ihm das doch. Dann könnt ihr auch gemeinsam vielleicht einen Weg finden. Und wenn ihr ihn gemeinsam nicht schafft zu finden, aber du ihn dennoch liebst, dann geht doch und schlag du vor oder macht es gemeinsam. Geht zu einer Paar- oder Eheberatungsstelle, dass eine neutrale Person euch hilft. Immerhin habt ihr, es kommt ein Kind und ihr habt gemeinsam eine Verantwortung zu tragen. Vielleicht hat er auch über die Stränge geschlagen. Wie gesagt, ich habe für mich auch erstmal den Entschluss gefasst,
mich in psychotherapeutische Behandlung zu geben, um für mich eigentlich auch erstmal wieder klar im Kopf zu werden. So, das finde ich schon mal, Ivan, das finde ich schon mal eine tolle Sache von Jürgen. Das heißt, also, er signalisiert, ich will was an mir verändern. Ich möchte diese Aktion, die ich ihr zugemutet habe, die möchte ich mit Sicherheit keinem anderen oder möchte ich ihr nie wieder zumuten. Das heißt, du möchtest dich auch entschuldigen dafür? Natürlich möchte ich mich dafür entschuldigen. Und ich möchte mich auch, ich sag mal so, ich war nie so der geduldigste Mensch von Natur aus und möchte auch da versuchen, mich einfach im Leben besser im Griff zu haben, so. Irgendwelchen Situationen gegenüber. So, jetzt haben wir zwei Sachen. Du bist sehr selbstkritisch mit dir und sagst sogar, ich suche mir Hilfe. Sie hat gesagt, dass sie dich noch liebt. Das sind ja schon mal zwei ganz tolle Sachen. Und sie hat auch den letzten Abend, wo wir zusammen essen waren, bei ihr zu Hause da in der Gegend, dann habe ich ihr so, sage ich jetzt mal so, meine Jugendsünden so gebeichtet, was so vorgefallen ist und habe ihr zum Schluss gesagt, und jetzt bin ich der Meinung, dass ich die richtige Frau gefunden habe. Ja, das ist. Daraufhin hat sie mir gesagt, und ich bin auch der Meinung, dass ich den richtigen gefunden habe. Das ist doch schon mal alles wunderbar. Das ist doch alles wunderbar. Das heißt, ihr müsst euch jetzt beide am Riemen reißen, vielleicht du noch mehr als sie. Ja, ich werde sie auf keinen Fall mehr unter Druck setzen oder sonst irgendwas. Ich werde da auch nicht mehr hinterher texten oder irgendwelche irrsinnigen Aktionen machen, mit Sicherheit. So, nicht. Sie weiß, woran sie ist. Mit dir. Sie weiß, dass du sie liebst über alles. Ja. Und dass du auch dich auf das Kind freust. Natürlich. So, jetzt machst du erstmal überhaupt gar nichts. Vielleicht hat sie heute Abend zugeschaut. Jetzt gib ihr mal die Chance, dass sie sich wirklich ein bisschen beruhigt und dass sie von sich aus entscheiden kann, wann sie auf dich zugehen möchte. Hm. Selbst wenn sie heute Abend nicht zugeguckt oder zugehört hat, würde ich das genauso sagen. Gib ihr die Chance, initiativ zu werden. Und wenn es noch ein paar Wochen dauert, ist es auch wurscht. Eben, ist auch kein Problem für mich. Und da musst du dich jetzt wirklich am Riemen reißen. Natürlich. Ne? Und nicht wie irgendwas simsen. Und es ist alles gesagt im Moment. Eben. Es ist wirklich alles Gute ist gesagt. Und es könnte jetzt nur noch nervige, es kann nur nerven, wenn du jetzt etwas Neues machst. Das ist mir bewusst auch. Deswegen werde ich das tunlichst unterlassen auch sagen. Insofern finde ich gut, dass du angerufen hast. Liebe Yvonne, das ist okay, dass er das gemacht hat. Vielleicht können wir sogar so ein bisschen dazu beitragen, dass ihr beiden wieder zueinander findet. Und ich kann dem Jürgen ein bisschen auf die Nase hauen und zu sagen, hier komm, ist, halte ich mal etwas zurück. Alles klar. Ich wünsche euch allen beiden wirklich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und tschüss, Jürgen. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wer ist jetzt hier? Hier ist Chiara. Stimmt das? Ja, das stimmt. Chiara. Chiara, 35 Jahre alt. Ja. Was ist das für ein Name? Ein schöner. Ja, ein schöner Name ist es. Woher kommt der? Aus welchem Land? Das ist mein neuer angenommener Name. Dein neuer angenommener Name ist ganz rätselhaft. Also er kommt ursprünglich aus Italien und heißt Leuchtend. Leuchtend, die Leuchtende. Ja. Oh. Und den hast du neu angenommen? Ja. Warum? Oh je, das ist eine lange Geschichte. Okay, dann fangen wir erstmal andersrum an. Warum hast du angerufen? Das hat was mit der Geschichte zu tun. Ah, dachte ich mir schon. Okay, also eigentlich rufe ich an, weil ich gerade am Studieren bin. Und ich das ganz schwierig finde, weil ich auch ganz schwer traumatisiert bin. Und weil ich die Hoffnung habe, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die davon betroffen sind und vielleicht gibt es da auch noch Kontaktadressen, weil... Warum bist du durch was bist du traumatisiert? Also als ich 10 Jahre alt war, hat mein Vater meine Mutter erschossen. Dein Vater deine Mutter erschossen? Ja. Und du warst dabei? Ich bin direkt danach gekommen, ja. Du warst 10 Jahre alt? Mhm. Und du warst im Haus oder in der Wohnung? Ja, ich bin aus der Schule leider zu früh gekommen. Und da war es gerade passiert und dann bist du in das Zimmer gekommen? Ja. Und hast deine erschossene Mutter dort liegen sehen? Ja. Wohin hatte sie geschossen? Oh, also in den Körper, nicht in den Körper, nicht in den Kopf. Nee, in Brust und also Herz und war sie Hals so, und so. War sie sofort tot? Ich weiß das nicht. Als Kind erlebt man das ja so. Ich hatte das so erlebt, dass sie auf dem Boden liegt und schläft oder so. Also das ist ja als Kind eine ganz andere Wahrnehmung. Man hat ja als 10-jähriges Kind nicht eine Dimension von Tod. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber wie sind deine Erinnerungen? Du kommst in das Zimmer rein, du siehst die Mama auf dem Boden liegen. Ja. Den Vater hat er noch die Waffe in der Hand gehabt? Der hat irgendwie da was getan. Der hat mich auch gar nicht gesehen. Also das war schon passiert und er war total versunken und voll über sich gebeugt und hat was getan. Also irgendwas auf dem Boden. Und du, was hast du da getan?
Ich habe das nur gesehen und habe wie erstarrt hingeguckt. Hast du geweint? Bist du weggelaufen? Ja, ich habe erst nur geguckt, weil ich das nicht zuordnen konnte. Mhm. Das ist ja auch eine normale Reaktion für ein Kind. Ja, klar. Und ja, und dann hat er mich gesehen und dann hat er gesagt, raus aus meinem Haus. Mhm. So, und dann bist du rausgelaufen aus dem Haus? Dann bin ich auf den Spielplatz gegangen. Und hast du irgendjemandem Bescheid gesagt? Nee. Und wie ging es dann weiter? Wo bist du am Abend hingegangen? Irgendwann kam mein Bruder mir heulend entgegen und hat gemeint, ich soll nach Hause kommen. Mhm. Und dann war auch schon Kriminalpolizei und Jugendamt da. Warum hatte er das getan? Ich weiß es nicht. Bis heute nicht? Ich weiß nicht. Also ich weiß nur, dass es immer Streit gab. Lebt dein Vater noch? Ja. Wie war dein Kontakt dann später nach dieser... Er ist wahrscheinlich dann... ins Gefängnis gekommen, ja. Wie lange war er im Gefängnis? Er hat nur Totschlag bekommen. Das heißt, also, wie viele Jahre? 10 Jahre. 10 Jahre. Hast du ihn während des Gefängnisaufenthaltes dort mal besucht? Ja. Du hast ihn besucht? Ja, und das war ganz schön heftig. Warum? Weil das ist ganz schön schwierig, wenn man 14, 15 ist und... Mhm. Das alles eigentlich gar nicht richtig versteht und Antworten sucht. Mhm. Aber auch natürlich das Einzige, was man hat, nicht verlieren will, nämlich noch also den Vater. Den Vater. Mhm. Aber auch eigentlich die Dimension gar nicht versteht. Mhm. Und dann ins Gefängnis kommt und erstmal durchsucht wird und sich halb ausziehen muss. Mhm. Und das ist ganz schön schwierig, fand ich. Hattest du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ein inniges? Ich würde sagen, ich hatte ein besseres Verhältnis als zu meinem Vater, weil er hat auch uns geschlagen und Alkohol getrunken. Mhm. Und so. Aber hat man denn nicht dann, auch wenn man noch, ich meine, 10 Jahre ist ja immerhin 10 Jahre. Ja, also ich hatte schon ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber die waren halt auch sehr viel weg. Also eigentlich sind wir auch sehr verwahrlost aufgewachsen. Worauf ich hinaus möchte, ist, hat man denn nicht einen ungeheuren Hass auf den Vater, wenn der Vater die Mutter erschossen hat, dir weggenommen hat? Ich glaube, es dauert ziemlich lange, bis man das wirklich realisiert. Man ist, glaube ich, da schon wirklich wesentlich älter, bis man das realisiert. Hast du ihn im Gefängnis gefragt, warum hast du das getan? Ja. Und was hat er geantwortet? Er hat gesagt, das würde ich nicht verstehen, ich wäre zu jung und ich würde nur die halbe Wahrheit kennen. Und dieses hat er immer wieder gesagt? Ja, und das hat er dann mit 14, mit 16, mit 18 und mit 20 gesagt. Und dann habe ich gesagt, also mit 18 auch noch gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht mehr jung. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann den Kontakt abgebrochen, weil dann sowas wie Groll und Hass aufkam. Das heißt, jetzt, heute hast du deinen Vater? Nein. Was empfindest du für deinen Vater? Ich finde, es ist ein sehr armer Mensch. Ich wollte damit nicht leben. Mhm. Also ich habe auch sehr viel Therapie gemacht und habe auch... Gott sei Dank eine gute Begleitung gefunden, dass ich sowas kann wie vergeben, weil wenn ich das nicht tun würde, würde ich mich einfach nur noch selbst blockieren damit und ich will irgendwie einigermaßen. Du meinst, er ist gestraft genug mit seinem Gewissen? Ja. Mhm. Also, dass er so lebt und dass sich alle Kinder, also ich habe noch Geschwister, die älter sind, alle von ihm abwenden. Ja. Und jetzt hat er gar nichts mehr. Also er hat auch seine Mutter ist auch jetzt gestorben, die ihn immer noch... also für ihn da war und er ist ganz alleine. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine zusätzliche Strafe. Mhm. Wie viele Kinder seid ihr insgesamt? 4. 4. Du warst die Jüngste? Ja. Ja. Alle 4 Kinder haben den Kontakt zu dem Vater abgebrochen? Ja, fast. Ja. Mhm. Weißt du, wie der Vater damals überhaupt an eine Waffe kam? Also ich weiß es nicht ganz, aber er hatte die wohl schon länger besessen. Mhm. Aber wieso und weshalb und warum, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, wir durften immer in einen bestimmten Schrank nicht, der war auch abgesperrt. Da war aber ich wusste nicht, dass da eine Waffe drin ist. Mhm. Hast du mit deinen Geschwistern Kontakt? Ja, ganz innig. Ganz innig. Und ihr alle steht bis heute vor einem Rätsel, warum er das gemacht hat. Also es gibt da bestimmte Theorien, also da gab es einen Streit und meine Mutter wollte meinen Vater verlassen. Mhm. Und das wollte sie eigentlich schon seit Jahren, weil sie auch schon 8 Jahre vorher geschieden war. Mhm. Und hat es dann endlich tun wollen. Und dann ist er halt, durchgedreht. Und dann hat sie wohl so einen Satz fallen lassen, dass wir nicht alle seine Kinder wären. Mhm. Und dann ist er wohl, ja. Ist,
Ist sie, ganz durchgedreht. Ist sie da direkt verstorben bei dem? Ja. Sofort. Mhm. Ja. Also es ist, war Gott sei Dank, sage ich mal, jetzt im Nachhinein ein schneller Tod. Ja. Chiara, du hast am Anfang etwas gesagt. Du hast gesagt, du suchst gleich Betroffene, oder wenn ich mich gerade recht erinnere, am Anfang unseres Gesprächs. Ja, also was ich jetzt damit sagen wollte, ist, dass es ganz schwierig ist, auch wenn man Therapie macht oder auch ich mache im Moment eine spezielle Traumatherapie, also dass es erstens mal so lange wirkt und zweitens mal, also wenn man das nicht bearbeitet, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man ganz, ganz schwierig im normalen Leben, Anführungszeichen normal, existieren kann. Mhm. Das heißt, im Alltagsleben oder im jetzt studiere ich oder als ich gearbeitet hatte, das ist unglaublich belastend. Das ist wie eine Doppelt- oder Dreifachbelastung, ohne jetzt, ich meine jetzt nicht Familie und Beruf oder so, sondern ich meine jetzt einfach nur, damit zu leben, raubt schon fast die ganze Energie, dass man immer wieder das ausgleichen muss und trotzdem die normale Leistung bringen soll. Und ich merke halt immer wieder, ich kann es nicht, ich schaffe das alles nicht. Und komme immer wieder an den Punkt, wo ich denke, ja, aber andere müssen das da auch irgendwie schaffen. Mhm. Andere, die etwas Ähnliches erlebt haben, meinst du? Ja. Mhm. Und mir geht es halt speziell darum, also ich bin auch missbraucht worden oder so, und dann kenne ich auch sehr viele Frauen, die sexuell missbraucht wurden oder vergewaltigt wurden. Und mit denen kann ich mich auch gut unterhalten und das ist auch gut, aber speziell dieses mit diesem Mord ist... Ich mache dir mal einen Vorschlag, Chiara. Du hast deine Geschichte jetzt sehr plastisch erzählt und sicher wird es leider Gottes schon auch Menschen geben, die Ähnliches in ähnlicher Form erlebt haben. Ja. Ich bitte diese Menschen, sich bei mir zu melden, wenn sie mit dir Kontakt haben möchten. Oh ja. Und dann würden wir euch zueinander bringen. Das wäre toll. Mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de und das, ich verspreche dir, dass wir es dann weiterreichen an dich. Vielleicht können wir dir auf diese Weise ein klein bisschen helfen. Ja, das wäre super toll, weil ich denke, ich bin auf jeden Fall nicht alleine damit, aber ich würde gerne wissen, wie die anderen das meistern. Nach all den Jahren, nach alle 24 Jahren immer noch keine Gruppe gefunden habe oder Menschen gefunden habe, die sagen, das geht mir auch so. Ich komme mir also ziemlich einsam und alleine vor. Mhm. Zumal nur ich das erlebt habe und nicht meine Geschwister oder so. Also eigentlich fühle ich mich sehr alleine. Weil du eben so nah da dran warst. Die Geschwister waren alle nicht zu Hause. Ja. Mhm. Mhm. Und das Schwierige ist einfach, obwohl es 24 Jahre her ist, ob mit Missbrauch oder Mord, es wirkt unglaublich und begleitet einen natürlich durchs ganze Leben. Und jetzt sag mir doch noch einen Satz, das können wir jetzt gar nicht mehr vertiefen, weil die Zeit weg ist. Ja. Wer ist für den Missbrauch verantwortlich? Das waren Nachbarn. Das waren Nachbarn. Mhm. Mhm. Wie alt warst du da? 8 bis 11. Mann, dann hast du aber wirklich einstecken müssen als Kind. Einmal dieses auszuhalten mit der Mutter und dann auch noch sowas auch noch. Ja, also ich kann nur noch mal sagen zu dem Vorvorgänger, also ich würde heute nicht mehr leben, wenn ich keine Therapie gemacht hätte und nicht an gute Ärzte gekommen wäre und in Kliniken gewesen wäre. Mhm. Da wäre ich schon dreimal tot. Was studierst du? Pädagogik. Ich hätte jetzt fast gedacht Psychologie. Nein. Also ich kann nur jedem raten, eine Therapie zu machen und sich wirklich jemand anzuvertrauen, weil das kann echt ein Leben retten. Ja, also... ich wiederhole nochmal den Aufruf, wenn sich jemand angesprochen gefühlt hat von dem, was du gerade erzählt hast, dann möge diese Person sich bitte bei uns melden, am besten unter Mail, unter domian@wdr.de und wir reichen das an dich dann weiter, Chiara. Ja, super. Domian, kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Okay, dann rufen wir dich, musst du aber auflegen, dann müssen wir dich nochmal anrufen wegen der Anschrift. Okay, danke. Alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche bei uns hier und ich sage ein herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiter, an mein Team, an Uli Kapp, an Martin Haberbosch, Marco Rössler, Michael Verhofen, Christoph Hoffmann, Christian König, Pamela Koppay und Anja Baumann. Jetzt haben wir erstmal ein langes Pfingstwochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann wieder hier mit einer freien Themennacht, ein Radio ist live, ein wieder Fernsehen. Und nächste Woche Samstag ist mein prominenter Gast Nicole. Unsere Nicole, die mit ein bisschen Frieden den ganz großen Sieg für Deutschland vor 20 Jahren, ne, ist es schon her, geholt hat. Nächste Woche Samstag am Tage des Grand Prix. Ich wünsche euch schöne Pfingsten. Macht's gut, bis nächste Woche. Bye bye. Tschüss.